Musik aus Stranger Things, ja. Oh, warte mal, da war gerade Text, ich habe es nicht gelesen. Die hoffen, dass ich zu irgendwas inspiriert werde. Oh, das war ja sogar Deutsch, ne? Stimmt. Du bist hier. Klasse. Das ist ein bisschen leise. Ich erzähle dir eine Geschichte. Wie alle guten Geschichten handelt sie von Action. Humor, einem richtig fiesen Schurken und dem Allerwichtigsten überhaupt. Musik. Ich bin Art und ich spiele Kontrabass. Das beste Instrument von allen. Ich hielt mich früher für den Größten, den totalen Überflieger. Aber eigentlich war ich völlig am Boden. Gelinde gesagt, ganz unten, an einem wirklich finsteren Ort. Und ohne diesen Traum wäre ich nie zurückgekommen. Ja, genau. Das ist das Hauptspiel sozusagen. Der Traum wirkte so real. Das haben die Entwickler aber in Dreams gebaut. Um jetzt zu zeigen, sind meine was Erinnerungen alles so undeutlich. Wie hinter Watte. Wie meine Helfer. Diese flauschigen, fluffigen Wichtel. Sie haben mich an Dinge erinnert, die ich vergessen wollte. Zum Beispiel, wie man Lichtschalter bedient und wie man Türen öffnet. An Layla. Die Band. Unser erstes Album bei einem richtigen Label. Wir wären groß rausgekommen. Standen kurz vor unserem ersten großen Gig im Cherry Tree, doch ich ging fort. Oh. Manchmal sieht man nur in seinen Träumen wirklich klar, als ginge ein Licht im Kopf an. Zeig ihnen, was ich meine. Zurücknehmen? Seid ihr doch einfach lauter. Ich gebe als Einziger mein Bestes. Ich soll mich zurücknehmen? Na schön. Ich bin raus. Bin ich euch jetzt leise genug? Ist dir okay? Ja. Wie gesagt, ich war ganz unten. Aber es war nicht immer so. Layla und ich, wir waren beste Freunde. Wir haben schon als Kinder zusammengespielt. Das ist Debug. Ich weiß, dass ich von Debug geträumt habe. Er war mein kleiner Leuchtroboter. Naja, bis die Batterie leer war. Kenn das Gefühl, Libby. Dads Aktenkoffer. Ich durfte das langweilige Ding nie öffnen. Ich kann es leider auch nicht öffnen. Ja doch, jetzt. Oder? Francis und Augenklappen Foxy. Was macht ihr denn da drin? Augenklappen Foxy aktiviert. Oh, Layla und ich haben dauernd mit ihnen gespielt. Francis konnte alles zerschmettern und Foxy war ein super toller Scharfschütze. Ein super toller Scharfschütze? Nein. Wirklich? Lance Wing?
warst die Beste. Da wollte ich immer spielen. Was ist los? Hey, kleine Freundin, wo willst du hin? Ich erinnere mich an den Ort. Hier spielten wir stundenlang. Unser magisches Fantasieland. Aha, interessant. Das ist ja cool. Zwei Charaktere, die ich jederzeit wechseln kann. Mit zwei verschiedenen Dingi. Angriffsmöglichkeiten und Steuerung und so. Finde ich cool. Ich muss jetzt mal ganz kurz Pause machen, weil ich mir schnell was zu trinken holen will. Und dann spielen wir das, glaube ich. Das dauert, glaube ich, ein bisschen länger, aber ist auch, zeigt auch wirklich so ein bisschen, wie groß und umfangreich auch so Träume sein können und werden können und hoffentlich auch wirklich bald werden. Ich bin sofort wieder da. Kurze Pause. 5 Minuten Pause oder so. Ich mache mir einen Kaffee. Ich bin ein bisschen müde. Machen wir lieber 7 Minuten Pause und dann bin ich gleich wieder da. Ich suche noch schnell den Pausenknopf. Sittler. Weiter geht's. Yay, wir haben keine Milch mehr. Muss ich meinen Kaffee schwarz trinken. Ah, blöd. So, machen wir weiter. Ich bleib mal Hammerbär. Wobei das so aussieht, als bräuchten wir hier eher Schießfuchs. Achso, mit dem Wichtel greifen. Das geht auch noch. Crazy. Eine Preisblase haben wir gefunden. Du kannst sie nutzen, um dein Zuhause anzupassen und deine eigene Kreation zu erstellen. Achso, da kriegt man quasi schon Bauteile. Landswing, wo stehst du? Selber bauen quasi. Na gut. Was ist angekommen und scheint OP zu sein und muss genervt werden? Und was für eine Begrüßung im Discord habe ich? Ich weiß nicht, wie mit dem Keks? Oder was? Ich bin leise, das ist komisch. Hey, ich habe das Spiel vorher ein bisschen lauter gemacht, weil der so leise geredet hat, aber jetzt die Musik wahrscheinlich. Na gut. Ach so. Wenn ich die Frösche wegschieße, kriegen wir so Perlen dafür. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Also nach denen werde ich jetzt nicht gezielt suchen, nach den Perlen hier auf jeden Fall. Denke ich mal. Ach so, meinst du, du bist zu powerful und musstest genervt werden auf Discord. Ja genau, das ist einfach eine Standard-Discord-Begrüßung. Diese Dinger, meine Mutter, hat sie mit Begeisterung gesammelt und ich hab sie zerbrochen. Ja, was soll ich denn jetzt mit meinem Wichtel? Ich kann da nichts greifen. Ach, hier kann ich was greifen. Ah. Landswing, komm wieder her. Wo läuft er denn immer hin, der Landswing? Aha. Also das ist natürlich schon eine ganz eigene, eine ganz andere Qualität wie die meisten Spiele, die man bis jetzt so gesehen hat. Es gibt ein paar andere, die auch wirklich ziemlich crazy sind, aber das ist natürlich schon ziemlich irre. Aber gut, ich meine, ist ja klar, die Entwickler vom Spiel mussten hier natürlich ordentlich zeigen, was geht.
Eine Krähe. Oh oh. An eine widerliche Krähe in meinem Traum erinnere ich mich nicht. Hau ab, du hinterlistiges Biest. Als eingeredet, alle Krähen stünden unter der Kontrolle einer bösen Riesenkrähe namens Dornschnabel. Dornschnabel. Warum hat denn der Drache Angst vor uns? Nein, Swing, komm zurück! Landswing Ground Dragon. Halt. Wo ist er denn? Was ist da los? Untrying, das Spiel. Hm. Landswing Drachenflieger. Ich hab auch gerade dran gedacht, dass Landswing was von Landsquid hat. Nein, jetzt sind wir geplatzt. Na, super. Da bleiben sogar Wattebauschen liegen. Das ist eigentlich ziemlich brutal. Also übertragen in Kuscheltierlogik. Quasi wie Gedärme. Darf ich auf den Plattformen stehen? Ah ja, das wäre cool. Lauf! Hey, 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 Wichtel. Sei lieber vorsichtig mit dem Ding, ja? Hm? Oh, tut mir leid. Jetzt sind wir alle tot. Oh oh, wir haben das Böse befreit. Nein, 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 nein. Foxy! Francis! Passt auf! Es ist Dornschnabel! Dornschnabel ist zurück. Lass sie los! Lass Landswing los! Das ist... Wie heißt das? Wie haben die das genannt? Art's Dream. In Dreams ein Spiel. Also ein Spiel, das in Dreams gebaut wurde. Wir sind immer noch bei Dreams. Der macht scheinbar nix. Der hebt ein Gewicht. Der hebt das mittlere. Und eins brauchen wir noch. Das ist das Richtige. Yippie! Jetzt würde mich aber trotzdem interessieren, was der denn noch macht. Ob der auch einfach nur abreißt? Ja, schade. Ich dachte vielleicht was Lustiges. Als hätte ich ein Vogelnest im Kopf. Boah, hier stinkt's vielleicht. Ich glaube, mir wird schlecht. Lass mich in Ruhe, du schreckliches Federvieh. Was ist hier los? Was war letzte Nacht? Ich glaube auch. Gesoffen anscheinend. Was höre ich da? Das ist wunderschön. Layla, willst du mich wieder vor alle Augen bloßstellen? Ich brauch dich nicht. Ich brauch niemanden. Lasst mich doch hier. Hey, das ist mein Drache. Schwebt davon. Kann ich dich jetzt steuern? Nee. Ah, das ist jetzt ein Point-and-Click-Adventure geworden auf einmal. Okay. Ich verstehe. Machen wir. Oh, der Space Train. Hey, Schnauzbart. Lass mich rein. Mein Drache ist da drin. Drache? Nein, hier ist kein Drache. Nur Passagiere. Mit Tickets.
What? Aber das haben wir tatsächlich auch schon in dem Silent Hills, das wir beim letzten Mal gespielt haben, gesehen. So Multiple-Choice-Dialogbäume. Oh, ein bisschen Macht und schon führst du dich so auf. Ich muss doch sehr bitten, ich spiele eine sehr wichtige Rolle im Transportsystem, Sir. Ist das ein Schnurrbart? Oder sind dir nur die Augenbrauen verrutscht? Entschuldige mal. Ich wurde 7-mal in Folge zum Schnurrbart des Jahres gekürt. Was kannst du vorweisen? Wow, kannst du eigentlich noch nervtötender sein? Ich hab ja Verständnis für deinen Plan. Mitfahren willst du doch, hör mich an. Und jetzt ist es ein Musical. Den Tiefpunkt erreichen wir alle mal. Wir müssen bitten, uns bleibt keine Wahl. Ums goldene Ticket für diese Fahrt. Tickets bitte, Tickets bitte. Was ist denn los? Ziehst ein Gesicht. Mir kommt so vor, als passt dir was nicht. Und sei nicht brummig, das braucht man nie. Klatsch in die Hände und beug die Knie. Singen macht froh, ist die Philosophie. Ich nehm dir deine Traurigkeit und pass gut auf. Ich zeig dir wie und her mit euren Tickets. Tickets bitte, Tickets bitte, Tickets bitte. Nein, wie soll denn das gehen? Gemein. Es gibt nur eins, was ich haben will. T-I-C-K-E und T. Siehst furchtbar aus, wo warst du nur? Verzeihung, das war gar nicht nett. Doch fällt mir auf, da bin ich stur. Kaputte Hosen sind nicht adrett. Was ist passiert? Ich bin entsetzt. Dein Hut ist hin, du riechst auch schlimm. Sei doch fröhlich, nicht gehetzt. Und her mit euren Tickets. Tickets bitte, Tickets bitte, Tickets bitte, Tickets bitte. Es gibt nur eins, was ich haben will. T-I-C-K-E und T. Tickets, bitte! Ich hab kein Ticket! Hätte ich eins, würde ich... Wo die Sonne nicht scheint. Und Banjos verwirren mich wirklich. Ich hab's mir auch gedacht. Ich hab mir auch während des Songs die ganze Zeit gedacht, ist auf Englisch wahrscheinlich besser. Okay, jetzt brauchen wir ein Ticket. Schauen wir mal in fremde Koffer. Schauen wir zum Klavier? Nein. Haben wir zum Raben? Ich weiß nicht. Ich kann nichts anklicken hier. Ach so, doch. Ich habe nur die falsche Taste gedrückt. Nicht X, sondern R. Sachen. Oder anders ausgedrückt, Gratiszeug. Wir hatten hier eine Mundharmonika. Na gut, weg mit der Mundharmonika. Nimm lieber das Bier. Ah, jetzt. Kurz kissen. Das war früher mal witziger. Nee, das war nie witzig. Vergiss es. Nee, warte, schau's dir nochmal an. Ansicht ändern. Was mache ich auch irgendwelche Dosen auf? Mach lieber die Flaschen auf. Leer. Leer. Dann haben wir noch diese seltsame Schachtel. Mit Hundeleckerlis. Cool. Man sollte immer Kekse dabei haben. Das ist mal eine Weisheit, die man fürs echte Leben übernehmen sollte. Man sollte immer Kekse dabei haben. Finde ich sehr weise. Jetzt hau zu. Ich bin so gemein. Was mache ich hier? Guck mal, ein fancy Hut. Setz ihn auf. Nee. Na gut. Mein allererstes Instrument erinnert mich an meine Kindheit. Okay, was bist du? Eine Musikbox? Nee, ich weiß nicht. Oh, Schmuck. Saiten. Vielleicht brauche ich die. Ah, Saiten. Na gut, haben wir es auch. Die hat Leila mir geschenkt. Zum Geburtstag. Moment, ist das jetzt wirklich unser Koffer? Anscheinend ist das jetzt wirklich unser Koffer.
Eine Kamera. Ich glaube, jetzt habe ich quasi das Kameramodell freigeschaltet, wenn ich selber mal was mit einer Kamera bauen will oder so. So ein bisschen funktioniert das hier. Interessant. Zeitverschwendung. Da kommt sowieso niemand hin. Pirate I Was Meant To Be aus Monkey Island 3 wurde ja leider in der deutschen Version gestrichen. Wie? Komplett gestrichen? Haben die das aus dem Spiel entfernt, statt einfach das Original drin zu lassen, oder wie? Das ist ja irgendwie... Was? Ich weiß nicht, was ich sonst noch untersuchen soll. Habe ich irgendwas übersehen? Aufmachen kann man das scheinbar nicht. Ja, haben es entfernt. Also, das ist doch mal ungefähr die dämlichste Entscheidung, oder? Die man sich vorstellen kann. Dass man, weil man irgendwie nicht die Zeit oder die Ressourcen oder das Geld oder Bock hat, einen Song zu übersetzen, dass man den dann komplett streicht, statt ihn auf Englisch drin zu lassen. Also wirklich, was ist denn da los? Verrückt, oder? Echt verrückt einfach. Ich weiß leider jetzt nicht, wie wir hier weiterkommen. Das ist ein bisschen doof. Ich kann keine anderen Koffer mehr mir anschauen, leider. Hinweis. Ah, ich kann das auch verlassen nochmal. Ah, okay, dann gehen wir mal hier zur Banjo-Spielerin, Spieler, Person, wie auch immer, ich weiß es nicht. Hey. Ihr habt coolen Hund. Wo kann ich ein Ticket kaufen? Hey. Ach Mist. Das ist noch nie passiert. Hey, ich kenne dich. Du wärst fast ein berühmter Bassist geworden, oder? Geht uns doch allen so? Waren wir nicht alle schon mal berühmte Bassisten? Hä? Wir hätten alle was werden können, Lady. Wem sagst du das? Komisch, wie einem das Leben entgleitet, hm? Hast du nichts Besseres zu tun, als hier rumzuhängen? Hey, es sind harte Zeiten. Warum ist unser Protagonist eigentlich so ein Arschloch? Eine Seite gerissen. Egal, was ich nehme. Egal, was ich für eine Antwortoption nehme. Gib her. Hey, was machst du da? Gib's mir zurück. Hier. Du hast's repariert? Danke. Es ist perfekt. Na, gerad mal nicht aus dem Häuschen. Besser spielst du dadurch nicht. Hey, warte. Hier, nimm. Ein Ticket? Ja, nimm es. Warte, du schenkst es mir einfach? Wo ist der Haken? Kein Haken. Du hast etwas Nettes getan und ich wollte mich revanchieren. Oh, klar. Etwas Nettes. Danke. Fast so, als würden einem die meisten Menschen gut behandeln, wenn man sie gut behandelt. Verrückt. Bitte sehr, Eure Majestät. Ja, weiter geht's. Du hast etwas Nettes getan. Etwas Nettes?
Ich empfand etwas, das ich lange nicht mehr gespürt hatte. Nee, ich sag ja meistens. Schwer zu beschreiben. Ein komisches Gefühl. Ein Prickeln in meinem Herzen. Es gibt auch Psychopathen. Leider. Kann man nichts machen. Können auch nichts dafür, dass sie sind, wie sie sind. Aber schwierig ist es, mit denen zu interagieren. Okay, sind wir jetzt der Roboter? Plötzlich. Jetzt nicht mehr. Ich wollte einfach aufleuchten. Danke fürs Followen. Nadi. Freut mich. Yay. Aufladen. Cool. Wir wecken unsere Robo-Freunde zum Leben. Liebt, erhebt euch. Er hat auch so Ohren wie ich, der Roboter. Ich kann aber leider keine... Als Kind habe ich auf langen Autofahrten durch die Stadt Biber auf dem Schoß gehalten. Und geträumt, mein Name... Wachen leider nur kurz reichen. Auf. Schade. Morgen ist wieder Frühschicht. Na dann, gute Nacht, Vic Inc. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Schlaf gut. Oh, guck mal, ich kann rollen. Ich habe, glaube ich, ein Geheimnis gefunden. Ich hatte diese Lichter vergessen. Alles war einfach so lange so dunkel. Doppelsprung freigeschaltet. Okay. In der Luft schweben. X in der Luft schweben. Wie jetzt draufbleiben oder wie? Nee, das hat nicht funktioniert gerade. Doppelsprung und dann draufbleiben. Cool. So, ich muss aber trotzdem... Oder muss ich in die genau Blume? Wie nee. Früher, Bibi. Doch, passt schon. Glaube ich. Nein. Versuchen wir nochmal. Ist wahrscheinlich nur optional. Da werde ich mich mit sowas, glaube ich, nicht lange aufhalten. Aber wenn wir jetzt schon hier sind... Ja... Genau, da kriegt man nur Belohnungen für den Editor. Und ich hätte zwar so Bock, ein Landsquid-Spiel in dem Editor zu machen, weil ich habe diese Spielidee und dieses Konzept für so einen 2D-Plattformer, der ganz stark an Donkey Kong Country orientiert wäre, nur mit einem Landsquid, der verschiedene Vögel reiten kann, habe ich schon so lange und so ausgearbeitet in meinem Kopf. Aber das wird viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen, mich jetzt hier mit dem Editor... so vertraut zu machen, dass ich das wirklich machen könnte. Dass ich das niemals machen werde. Aber cool wäre es schon irgendwie. Vielleicht machen wir einfach im 24-Stunden-Stream einen Game-Development-Stream, in dem wir... Ich hatte vergessen, was DB alles kann. ...in Dreams das Landsquid Birdrider-Spiel bauen. Ich glaube, 24 Stunden reichen nicht mal ansatzweise, aber ja. Das wäre cool. Das Landsquid-Spiel gibt es doch, nennt sich Octodad. Ja, es gibt einige Landsquid-Spiele sogar. Eins spielen wir sogar im 24-Stunden-Stream. Ich habe nämlich einen Key bekommen für das Squiddle oder so ähnlich. Das sehen wir dann im 24-Stunden-Stream. Da habe ich nämlich einen Key angefragt und die haben mir einen geschickt. Da geht es wirklich um einen Landsquid. Ich sollte mir wirklich merken, wo ich was hinlege. Im Grunde haben die quasi mehrere Spiele gemacht und über so eine übergreifende Story irgendwie miteinander verbunden, um so die verschiedenen Genres vorzuführen. Stimmt schon auch. Ob die auch einen First-Person-Shooter und sowas noch gemacht haben? Aus meinem Traum. Oh. Dein Schnabel schon wieder.
sie in Ruhe, verrückter Vogel! Wir werden dich retten, Lancewing. Ja, ich bin mir sicher, dass dieses Squiddle wahrscheinlich nur so ein kleines Spiel für zwischendurch ist. Aber ich schaue es mir auf jeden Fall gerne dann an. In der Luft schmettern. Nee, hier geht es nicht weiter. Ein Dwarf Fortress Stream. Aber da ist erstens das Problem, dass ich wieder. Das ist einfach echt technisch für mich leider kaum möglich, vom PC aus zu streamen. Weil mein zweit PC hat einfach null Power. Das haut nicht hin. Und das wäre auch viel zu anstrengend, Dwarf Fortress. Aber da wären die 24 Stunden schnell vorbei wahrscheinlich. Aber nach 5 Stunden werde ich halt wahnsinnig, vermutlich. Kommt es wieder zurück? Ja, gut. Lancewing, was hat er dir angetan? Lancewing, wir kommen! Durchhalten! Foxy und Hammerbärli werden dich retten. Ich weiß nicht, wie Hammerbärli wirklich heißt. Die Musik ist gerade ein bisschen crazy. Wird hier aber knifflig. Oh, das verwirrt mich immer so, wenn mein Nebencharakter stirbt. Mein NPC-gesteuerter Charakter. Aber geschafft. Gut aus. Immer falle ich. Ich glaube, für den Dwarf Fortress Stream lade ich dich dann zu mir und dann bekommst du einen Kaffee. Weg von meiner Musik. Gebracht und meine Maschine hat ich genug werde Power. Nie aufhören zu fallen. Ich muss einfach wirklich, das ist das, die nächste große Investition für den Kanal einfach, ist ein krasser Mörderrechner. Deluxe. Was ist los? Ich. Art, sag's einfach. Ich hab Angst. Ich hab Angst, Leila. Wovor? Was ist los? Wir verunglücken. Der Zug wird verunglücken.